Hey Leute, willkommen zurück zu The Evil Within 2. Ich höre immer wieder in den Kommentaren Doppelfolge, 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 weil ich nicht so schnell vorankomme vielleicht wie andere, aber that's my fucking tempo. Nee, mal gucken. Ich kann euch nichts versprechen. Ich habe noch so viele Projekte aktuell, die ich abschließen muss und ich will auch nichts übereilen. Ich will jetzt hier nicht durchrushen, weil ich habe endlich mal wieder ein Spiel hier, wo ich richtig Spaß dran habe und was ich mir wirklich dann... Wo ich mir auch Zeit lassen will. Versteht ihr, was ich genießen will mit euch? Ich will nicht durchrushen und die Hauptstory schnell durchmachen. Das könnt ihr anderswo gucken. Bei mir kriegt ihr hier alles. Also das volle Paket. Nackt. Wisst ihr? Mit Brüsten. Alles kriegt ihr hier. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe keinen Bock hier durchzuhasten. Weil es gibt so viel zu entdecken. Und wer schnell, schnell machen will... Nee, wirklich. Schaut's woanders. Es ist uncool, wenn ich dann hier mich abhetze und das merkt ihr. Das wird mir keinen Spaß machen und euch im Endeffekt wahrscheinlich auch nicht. Deswegen, ich lasse mir Zeit und so haben wir viel mehr... Ja, so haben wir einfach viel mehr Raum für alles, dass wir viel mehr entdecken können, weil... Weiß ich nicht. Durchhetzen, das mag ich generell nicht so gerne. Manchmal mache ich's, wenn ich merke, okay, das Spiel ist jetzt nicht so ganz meins. Oder, ja, ich will halt eigentlich nur wissen, wie es weitergeht und das ist alles so Filler-Material. Leider jetzt auch bei Mordor so ein bisschen der Fall. Also Middle-Earth, ne? Nee, das ist eigentlich viel, viel Filler-Material. Da ist nicht so viel Inhalt, wie ich gerne gehabt hätte. Aber trotzdem, macht Spaß. Nur das hier müsst ihr verstehen, das ist richtig geil und wenn ich durchrenne, ich würde mir das nie verzeihen, wirklich. Ich hätte keinen Spaß dran. Absolut nicht. Das würde mir so viel Laune nehmen. Sowas wie das hier jetzt. Oh, scheiße. Hab's geahnt. Was macht er denn? Sebastian. Ha! Oh nein, Sebastian. Halb eins. Ich hab dich nachgeladen, verdammt. Ich hab doch... Ich wollte doch nachladen. Mach schon. Oh! Da platzt da der Paul. Nicht, dass der andere jetzt noch aufsteht. Der sieht nicht so frisch aus, aber die sehen ja alle nicht so frisch aus hier. Ja, ich hoffe einfach, ihr habt dafür Verständnis. Das ist halt so mein Baby jetzt gerade wieder. Ein richtig schönes Horrorspiel zum Genießen. Und zum Meschen. Jawoll. Arschnase da drin, die kann auch drin bleiben jetzt. Was haben wir hier? So. Aber nee, finde ich cool, dass ihr da so Bock drauf habt, dass ihr gerne einen Doppelpart möchtet. Vielleicht kriege ich es hin. Es ist halt schwierig gerade, wirklich. Wie gesagt, es ist so viel, was ich an Projekten habe. Ich habe mich wieder mal ein bisschen übernommen. Aber warum kommt auch wieder alles raus? Das ist frech. Die können ruhig mal Rücksicht nehmen auf mich. Nein, das ist jetzt... Ah, das hört sich wieder so abgehoben an. Ja, der abgehobene YouTuber. Nee, nee. Oh, scheiße. Immer diese abgehobenen YouTuber. Sieht sich an wie ein Baby, das kotzt, oder? Ich habe nicht so viel Erfahrung damit, aber das Erste, womit ich es assoziiere. Oh. Komm, hol eine Axt raus, Sebastian. Oder Schießpulver. Cool. Bin ich sogar noch ein bisschen besser als eine Axt, so auf lange Sicht. Oh. Da sind ja die ganzen Leichen hier und das ist nichts, wo ich mich verstecken kann. Kinder. Kinder, 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 bitte nicht aufspringen jetzt gleich, ja? Hier noch ein Kraut. Oh, scheiße. Der hat mich gehört. Oh, ist okay. Ich steche dich nämlich ab. Ich habe ihren Freund getötet. Jetzt mal ein bisschen Gelee zapfen. Oh nein. Hat er gerade so einen Pfropfen hochgewürgt. Oh nein. Oh! Schreib mich doch nicht an, Frau. Ich bin doch so empfindlich. Klettert die jetzt drüber? Nee. Ich dachte schon, die klettert jetzt hier rüber. Er ist weg! Verdammt! Mausejule! Oh, jetzt mach schon!
Dreh dich mal rum. Oha. Die Frau hat Wut im Bauch. Und jetzt ein Messer. Also im Nacken. Das hätte so gut gepasst, ne? Hätte er eben so einen Nierenstich verpasst. Oh, oh. Oh nein, da sitzt hier noch einer. Oh, friss mein Messer. Ich kann das langsam richtig gut. Hm, okay. Kann ich jetzt hier rüberziehen mal wieder? Es gibt... Nein, Sebastian. Pfui. Es gibt es immer mal wieder, dass man hier solche Kletterteile rumziehen kann, aber... Warum auch immer. Ah, okay, jetzt kann ich rüber zum Schrottplatz, da wo ich ja schon mal war. Hui. Hui. So. Seht ihr mal, wenn man es richtig macht, braucht man kein bisschen Munition. Ich sag euch, Challenge incoming, Playthrough nur mit Messer. Nein, vergiss das. Das mache ich nicht. Okay, schade. Wenn die das, wenn ich jetzt hier Kisten... Oh, ich habe hier eine Axt. Ich habe gedacht, what? War ich ganz verdrängt? Ich dachte, ich hätte ein Messer. Vielleicht habe ich die jetzt irgendwo aufgehoben. Hab's nur verpeilt mal wieder. Komm mal. Was sieht denn? Oder eher... Bäh. Oh, guck mal, wie viel Zeug. Und trotzdem habe ich nie Munition. Was ist da falsch? Oh, oh. Schwede. Irgendwo krebs da was rum. Also nochmal, ich finde es so viel spannender, ne? Ihr glaubt nicht, wie spannend das ist. Ihr glaubt gar nicht, wie mir gerade die Düse so ein bisschen geht. Alter. Ja. Oh, denn da? Tasche für Pistolen. Eine neue Tasche. Ja, Mann. Oh, nein. Nein. Oh, nein, eine blöde Flitz. Blutz, Flinch. Habe ich die Armbrust? Ja, bitte. Ekelhaftes. Ein Terror-Vibe. Oh, nein. Die lebt ja noch. Ach komm schon, verarsch mich doch nicht, dass die davon noch leben kann. Ich hab der vollen Explosivbolzen ins Gesicht. Also auf die Schulter. Auf ihr ekelhaftes Gesicht passt. Boah, ist die widerlich. You startled the witch. Passt. Ah. Das tötet sie wieder nicht. Achtung. Oh. Ist sie? Ich sehe sie nicht. Der Busch. Es ist der Busch. Warum furzt die ganze Zeit? Nein. Wo ist sie? Ist sie die? Was? Geht sie einfach mal da rein, ne? Ich hole mir mal die Tasche in der Zeit. Ich hoffe, sie kommt jetzt nicht raus. Blöde Zippe. Ja! Alter! Schon die zweite Pistolentasche. Gut, dass ich die so gut wie nie benutze. Seh dich. Guck mal, wie sie rausguckt. Weil die Post kommt. Ja. Was passiert, wenn ich ihr einen Kick gebe jetzt da? Bam. Ja, hast du nicht gedacht. Hausfriedensbruch. Guckst du dir mal an? Ah, meine Güte. War ich nicht hier? Die Frauenstimme. Das ist die Frauenstimme. Und sie sagte, irgendwas kommt durch die Wände. Ich wurde schon gewarnt vor... ja, übrigens danke, dass es spoilerfrei war. Vor... Oh, ach, die Flasche war es nur. Schon das Schießpulver ist irgendwann voll. Etwas, das sinkt. Oh nein.
War die Frau das? Was soll sagen, soll ich jetzt vor ihr urinieren? Ihr kann es ja egal sein. Oh Mann. Bitte nicht. Bitte nicht. Böse Lampe. Okay, na, ich will nicht hier rein. Guck mal an, da ist nichts. Ich krieg Schnappatmung. Geil. Armbrustmunition feiere ich ja so ein bisschen. Aber die Schränke gefallen mir nicht, die da liegen. Sehr gut rumgeschiftet, Sebastian. Was geht hier vor? Tagebuch einer Frau. Der letzte Eintrag in diesem Tagebuch mit unsicherer Hand geschrieben. Da ist irgendwas in mir, in diesem Haus. Ich kann es nicht sehen, aber ich spüre seine Anwesenheit. Ich glaube, ich will es auch gar nicht sehen. Ich kann draußen diese furchtbaren Dinger hören. Sie sind überall. Ich habe Angst, rauszugehen. Aber ich habe auch Angst, drinnen zu bleiben. Ich zittere, aber nicht vor Angst. Warum ist es plötzlich so kalt geworden? Verdammt kalt hier. Oh, fuck. Poltergeister. Geister 1x1. Wenn irgendwo Licht flackert, elektronisches Licht, dann sind es Poltergeister. Oh, schönes Ding. Da ist noch was. Oh, da die Flasche war's. Was zum? Warum sagst du Sebastian? Oh! Oh nein! Ah! Oh, geh weg, bitte! Was zum Geier ist hier los? Was zum Teufel geht hier vor? Oh! So, ja. Na dann. Oh! Lauf doch mal weg, Kerl. Es ist hinter mir her. Ich muss hier raus. Ich kann seinen Pulsschlag spüren. Das ekelhafte Vieh. Wetten wir die... Wo ist sie hin? Die ist durch die Wand gelaufen. Oh shit. Ach du Scheiße, Kinder. Ich merke, wie die ganze Zeit das Licht, sag ich, das Head vibriert so ein bisschen. So bub, bub, bub. Wie unser Herzschlag. Ist das diese Olle? Die singt? Ich glaube ja. Es muss doch einen Weg hier raus geben. Ja, Mann. Da laufe ich aber genau zu ihr, oder? Kannst du immer schön singen, Mädchen. Sing dir auch gleich mal was. Was willst du denn? Ich hab was von den Ärzten. Ein bisschen was von Megadeth. Oh, was? Da geht's gar nicht. Nein, nein, nein. Kind. Das ist ein Foto, das ist von Sebastian. Die bringt mich vielleicht hier raus. Ja, Schlüsselkarte für abgeriegelte Krankenstation. Diese Sicherheitskarte öffnet die verschlossene Tür zur abgeriegelten Krankenstation. Die kommt dir irgendwie bekannt vor. Äh?
Ja, das ist ein bisschen schief manchmal. Das Fiese ist, sie muss nicht mal Türen öffnen. Oh nein, sie ist gerade hier. Wie kommt jetzt die Tür hierher, bitte? Nein, nein, nein. Das interessiert sie gar nicht. Oh Gott, sie ist so widerlich. Ich mag das nicht, wenn irgendwas Nettes, nicht klimpern. Wenn irgendwas Nettes dann zu sowas wird. Wie so kleine Kinder, die einen auf einmal fressen wollen. Und ich meine jetzt nicht die Nerven, sondern wirklich Fleisch essen. Sehr gut, da bist du richtig. Da bin ich bestimmt irgendwo. Geh mal gucken, genau. Der war vorher auch gar nicht da, der Kartenleser, oder? Oh, komm schon. Oh Gott, Sabus, wir haben es geschafft. War das nur Einbildung? Nein. Das war... Was war das? War das real oder nur in meinem Kopf? Was haben wir denn? Ein Dia, da, als Relikt aus der Zeit vor den Handykameras, bla bla bla. Das kann ich mir bei der Katze angucken. Ja! Wieder ein Grund zum Kätzchen zu gehen und sie ist weg. Oh nein, Leute, ihr habt mir gesagt, die kommt einfach mal random immer wieder jetzt, oder? Ach Mann. Ich habe mir sowas aber auch schon gedacht, weil in der Demo, die ich da gespielt habe, die hat das auch beendet, die Demo. Sie ist gekommen, hat einen geschnappt, man konnte halt wirklich auch nicht weg, das war unmöglich. Einfach zack, fertig. Ja. Oh nee. Ja, schon wieder überall welche. Wenn ich da rein in die Häuser, sieht aber jetzt nicht so aus, hä? Ah, ist noch eine Flasche. Oh, da oben ist was. Und es steht eine Kamera. Ganze Kameras. Hat der überall hier Morde begangen oder will er Morde begangen? Ja! Auch nicht schon wieder! Ist da vorne. Nein, sie ist hier! Oh nein. Da fährt genau auf sie zu. Wenn sie bestimmt auch nicht verletzen, ne? Sie gerade, oder? Aber wie komme ich jetzt hier weg? Muss ich einfach nur ein bisschen weiter... Oh, da ist sie! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Muss ich jetzt einfach nur ein bisschen weiter weglaufen von ihr? Schief sie aber auch singt. Eine ausgeleierte Platte. Unbekannte Resonanz. Nummer
Oh. Sprich mit Detective Sebastian Castellanos. Was? Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon. Oh, was? Akte Nummer 15. Na. Gespräch. Warte mal. Akte Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon 10-mal erzählt. Akte Nummer 15. Gespräch mit... Hä? Und was war der Sinn? Unbekannte Resonanz. Ach, hier. Ja, da ist schon fast vorbei. Gut. Oh, ist sie widerlich, ne? Also ich muss hier einfach nur ein bisschen entkommen oder was? Und dann haben wir... Dann haben wir erstmal wieder Ruhe? Wie soll ich das verstehen mit der... Oh Gott, was ist das? Draußen hat jemand den Subwoofer aufgedreht. Hallo? Eine Überraschung bitte? Ja, danke. Dieses Brummen. Bin ich hier bei Cthulhu gelandet? Ist es Dagon? KCPD, Anfrage für psychiatrisches Gutachten. 17. November 2014. Detective Sergeant Castellanos. Nach den Ereignissen in der Beacon Nervenklinik im Oktober 2014 sind Sie laut Abteilungsrichtlinien dazu verpflichtet, sich einer psychologischen Beurteilung zu unterziehen. Bitte melden Sie sich bei der Abteilung für Ausbildung und Standards, um einen Termin für die Beurteilung Ihrer Einsatzeignung festzulegen. Dwayne Wright, Polizeipsychologischer Dienst. Handschriftliche Notiz. Sebastian, keine Sorge. Machen Sie einfach ein paar Häkchen und beantworten Sie ein paar Fragen. Standardvorgehensweise. Jim. Wo zum Teufel kommt die denn her? Tja, Sebastian, die wissen wohl mehr über dich, als du denkst. Ich meine, Möbius hat nicht ohne Grund seine Tochter so lange versteckt halten können. Wenn es immer noch seine Tochter ist, was ich wirklich, ehrlich gesagt, nicht so ganz glaube. Die verarschen ihn nur. Die verarschen ihn nach Strich und Faden. Sebastian. Kanti. Oh, Kanti. Das wäre böse. Habe ich jetzt nicht gesagt. Oh, was? Nächstes Mal in Twilight Zone. Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon 10-mal erzählt. Gehen wir es noch einmal durch. Das ist ja mehr ein Verhör als ein Gespräch. Bitte, Detective. Das bin ich. Frage ist nur, warum siehst du das jetzt hier? Oh, bin ich schon wieder? Nein, nicht schon wieder, oder? Bin ich schon wieder? Ist sie schon wieder? Sieht schon alles wieder so unwirklich aus, bitte nicht. Ich weiß nicht, was sie macht, wenn sie mich erwischt, aber ich wette, sie tötet mich. Was? 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 Warum kann ich... Was ist hier los? Ich kann nicht mehr raus. Das. Okay, da liegt wieder was. Hatte ich doch schon mal in der Hand, oder nicht? Nee. Psychiatrisches Gutachten, oberer Teil. Akte 15. Psychiatrisches Gutachten von Detective Sebastian Castellanos. Während er von allen Vorwürfen in Zusammenhang mit dem Verschwinden von Detective Oda und Junior Detective Kidman freigesprochen wurde... Ach, Kidman ist gar nicht mehr aufgetaucht. So, so. Und Oda ist tot, das wissen wir. Sind Detective Castellanos Aussagen zum Vorfall in der Beacon Nervenklinik vage und ausweichend? Anfangs wollte Detective Castellanos nicht mit einem Psychiater reden. Ach so, mit dem Digipad. Erzählte aber nach und nach, was an dem Tag passiert ist. Meiner Expertenmeinung nach leidet er unter paranoiden Wahnvorstellungen. Durch den kürzlichen Tod seiner Tochter und die Geschehnisse in Beacon hat er den Bezug zur Realität verloren. Meiner Empfehlung nach sollte Detective Castellanos... Die untere Hälfte des Blattes ist abgerissen. Da war diese Meldung. Es gab einen Vorfall in der Beacon-Nervenklinik. Wir sind rein. Aber es war nicht die Klinik. Es war... irgendwo anders. Sind Sie sich da absolut sicher? Ich weiß, was ich gesehen habe, verdammt. Es war die reinste Hölle. Eine vollkommen andere Welt. Und das alles passiert in der Klinik? Nein, verdammt. Hören Sie mir überhaupt zu? Mir ist klar, dass Sie einiges durchmachen mussten. Das war die Therapie, zu der Sie mich geschickt hatten.
Ja. Vielleicht werden wir noch erfahren, was es mit Tatjana auf sich hat. Halt. Mit der Krankenschwester. Hä? Was zum Geier? Was steht da? Hör doch mal auf jetzt! Ich bin gerade so ein bisschen Zustände hier drin. Oh, da war. Da war, da war. Oh. Was ist denn? Oh. Es war nur ein Fiebertraum. Eine Erfindung ihrer Fantasie. Es war kein Traum. Ich war im Verstand eines Killers. Es war so real, wie sie es sind. Mag sein. Aber was nützt es, an dieser Version der Realität festzuhalten? Wenn wir sie von diesem Gedanken befreien, wird es vielleicht leichter für sie. Hat er mich nur behandelt? Oder wusste er mehr als ich? Never forget. Vergiss niemals. Nee. You cannot keep me here. Ihr könnt mich nicht hier behalten. Du kannst mich hier nicht festhalten? Oder so. Oh, das ist, ich will das nicht die ganze Zeit, dieses... Macht mich ein bisschen kirre. Seht ihr? Und genau deswegen. Das gehört nicht zur Hauptquest. Und hätte ich das nicht hier gemacht, dann hätte ich das nie gesehen. Und ihr auch nicht. Geil, oder? Ich finde es ziemlich geil. Und unheimlich. Und deswegen mache ich nächstes Mal weiter. Wie gesagt, Doppelfolge. Wird es passieren oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe sehr viel zu tun, sehr viele Projekte. Ich muss ein bisschen ausdünnen und dann schauen wir weiter. Ich verspreche es euch wirklich. Das erste Projekt, was fertig wird, oder beziehungsweise wenn ich wieder ein bisschen Luft habe, wird hier dann als Doppelfolge gefüllt. Also Evil Within. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken. Vor allem möchte ich gerne mal Likes sehen wieder und Kommentare, wenn ihr wirklich dann das wollt. Das wäre echt schön, wenn ihr mir Feedback da lasst. Wir sehen uns wieder zu Evil Within. Macht's gut. Tschüss.